Zum Anfang. Mega Skat. Das ist der Feel Good Podcast Solo-Volk am Freitag. Was ist heute? Der 18. Yes! 18. Oktober. Es ist morgen. Also für mich morgen. Für andere waren wir schon 2 Stunden am Arbeiten. Ich bin noch nicht so lange wach und das sind auch die ersten Wörter, die ich irgendjemandem sage. Das ist immer gut. Das ist immer so, wir reden einfach mal irgendetwas. Und darum möchte ich einfach mal schnell den Pod anfangen mit allen Menschen, die da jetzt hören. Ich verstand bis heute nicht ganz, warum, aber ich schätze es unglaublich fest. Die sind wirklich so Hardcore. Hardcore-Podcast-Konsument-Inne, Mutzis, wenn man den Podcast hört. Da kann man nur hören. Andere kann man auch schauen. Da kann man nur hören. Und es ist eine Solo-Folge, ganz einfach, weil Ferienzeit, also es ist wirklich absurd, wie viele Menschen in der Ferien gesehen sind, jetzt die letzten 2-3 Wochen, je nach Kanton. Und darum haben wir nicht können Erfolg mit Gast aufnehmen. Ich melde mich aber sowieso gern wieder mal. So, von mir zu dir. Ja? Das könnte jetzt ein schlechter Slogan sein. Während ich da meinen Kaffee trinke, also das ist jetzt nicht so eine, ist jetzt nicht so ein Problem für mich, sage ich jetzt mal. Und wenn ich Solo-Folgen mache, tue ich mich mittlerweile ja auch immer mit einem eigenen Feel-Good melden, sozusagen. Ich habe dann immer noch mir ganz kurz Gedanken gemacht, was ist eigentlich so mein Feel-Good momentan. Und eins, das habe ich schon ein bisschen im Podcast immer wieder erwähnt, dass das begleitet mich das halt einfach so. Das hört nicht auf. Nein, ich denke, das nehme ich so als einen kurzen Einstieg und nachher nehme ich noch einen zweiten. Das heißt, heute gibt es sogar 2 Feel-Goods. Das erste ist Kochen. Ich habe es gerade gestern wieder gemerkt. Und zwar meine ich wirklich kochen. Und jetzt ist natürlich die Definition. Was heisst wirklich kochen? Wenn ich Pasta mache, dann mache ich nicht Pasta selber. Nein. Aber ich mache die Soße selber. Das ist schon ein riesen Unterschied. Weil ich habe früher, ich habe Pasta in den Topf geschmissen und dann habe ich irgendeine Fertigsoße genommen. Und dann habe ich bei der Fertigsoße habe ich noch irgendein Gewürz oder so dran und habe gefunden, ich bin ein fucking Genie. Das ist das Beste, was man kann essen. Und dann schon nur durch meine Freundin, die dann irgendwie gefunden hat, nein, aber weißt du, so eine Tomatensauce, die macht man so schnell selber. Und auch dort, man nimmt mit nur frische Tomaten und die verdrucken und warten. Nein, man nimmt natürlich auch dort Büchsentomaten. Das ist aber trotzdem schon mal etwas anderes, als so eine mit, was weiß ich, alles für Zusatzstoff angereicherte Fertigsoße. Anyway. Und was mir einfach so in den letzten 2 Jahren, ich glaube 2 Jahre bin ich jetzt so richtig am Kochen. Was mir dort einfach so aufgefallen ist wie tatsächlich bei so vielen Sachen es einfach oft sogar einfacher ist, selber zu machen. Und dass es so eine wahnsinnige Freude gibt, mit so einem Gefühl von, man hat etwas geschafft. Und das fängt wirklich an bei Eier. So hat es bei mir angefangen. Einfach fucking das beste Rührei, das man jemals gegessen hat, wenn man das selber gemacht hat. Und nicht, weil man es selber gemacht hat, sondern weil man es gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will sagen, nicht weil man selber so ein toller Typ ist, sondern einfach weil irgendwie, man hat es so lange ausprobiert, dass man es genau so angekriegt hat, wie man es selber am liebsten hat. So meine ich es. Und das ist natürlich
unglaublich geil. Das ist, wenn das Ergebnis ist, dass man dann auch noch etwas vom Besten isst, wo man jemals gegessen hat. Und das kann eine Rührei sein. Bei mir ist jetzt so gesehen, dass vor einer Woche, und ich glaube, darum ist mir jetzt wirklich nochmal als Feelgood sozusagen wichtig. Vor einer Woche habe ich ein Stück Fleisch gemacht mit Baked Potatoes. Und Baked Potatoes ist eine absolute Schwäche von mir. Ich liebe, also geschwellte kann man ja auch sagen. Ja. Ofenhartöpfel. Und ich liebe Baked Potatoes. Hauptsächlich, weil es mega viel Creme fraiche mit irgendwie Kräutchen und mega viel Butter und so. Also, ich habe das Gefühl, es ist etwas mega Gesundes, aber man knallt dann natürlich schon ein bisschen etwas an Fett und Kalorien da drauf. Aber einmal sind Janik und ich essen in Zürich. Wir haben, glaube ich, sogar, ja, wir haben sogar Jahrestag gehabt. Und dann haben wir so spontan gefunden, wir gehen essen. Und dann sind wir in so eine, ich glaube sogar, es hat Steakhouse irgendetwas geheißen. Irgendwie in Zürich. Ja. Nicht Rolli Steakhouse, das kenne ich. Aber eins, was ich nicht kennt habe. Aber auf irgendein Steakhouse. Und danach sind wir dort. Und ich habe richtig Bock auf einen Burger. Aber so richtig. Einfach, wenn man so richtig Lust hat und denkt, in einem Steakhouse ist ein Burger sicher auch nicht schlecht. Die haben sicher gutes Fleisch. Und als Beilage habe ich dann gedacht, ich nehme ein Baked Potato. Und der Kellner dort, ja, das ist ja, ich behaupte, es ist vor dem Krieg gesehen und es ist ein Russ gesehen. Es könnte auch Ukrainer gesehen sein, aber ich bin ziemlich sicher, es ist ein Russ gesehen. Und da schießt mich richtig zusammen, wenn ich sage, ich will einen Burger mit einer Baked Potato. Da ist wirklich so, was? Warum willst du das? Das geht überhaupt nicht zusammen. Und ich habe wirklich einfach das wollen. Ich habe so gedacht, das ist genau das, was ich will. Nein, ich bin. Aber ich habe so Angst gekriegt. Ich habe mich so gefühlt wie so ein kleines Kind. So. Okay. Und ich so, jo, was nimmt man denn dazu? Und dann so, Pommes. Und ich habe selten Bock auf Pommes. Und ich finde so, im Mac finde ich so, okay, dann nehme ich natürlich noch die Pommes dazu. Aber ich will eigentlich nie, einfach, wenn ich kann wählen, will ich nie Pommes als Beilage. Und ich so, okay. Und das bleibt bis heute mietfrei in meinem Kopf. Immer wenn ich es vor irgendwie Baked Potato habe, wenn ich selber jetzt etwas mache oder was auch immer. Immer, 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 immer. Und das ist jedes Mal, zum Beispiel eben auch vor einer Woche, wo ich das Fleisch gemacht habe und die Baked Potatoes, vor einer Woche habe ich wieder an den Kellner gedacht und ich habe gedacht, fick dich, Alter, du hast ihn, ich mache Baked Potatoes, ich esse die, wenn ich will, okay? Und nicht, wenn du mir sagst, ich darf sie nicht essen. Aber natürlich haben wir hauptsächlich über mich aufgeregt, dass ich mich dort zu überschwätzen lassen habe. Anyway, Baked Potatoes, geschwellte, wie man es auch immer nennen will, nicht in der Folie, in der Alufolie, sondern offen, einfach mit, das ist voll geil, einfach so als Tipp. Ja, ich habe mit einer Gabel sticht man dann mega oft in den Herdöpfel rein. Damit er schöne Löcher hat. Und dann einfach ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, falls man noch will, ein bisschen Rosmarin oder was weiß ich. Einfach so die Herdöpfel in dem Ganzen so, ja, in so einer Schüssel. Einfach so für vermengen, heißt es, glaube ich, offiziell. Ja, einfach das am Schluss überall Olivenöl, Salz, Pfeffer, auf die Geschmäcker, wo man will, dran hat, dass die dran sind. Und dann einfach so in den Ofen. Bumm. Dreiviertelstunde, Stunde. Und durch das wird die Haut so richtig crispy. Und dann habe ich natürlich eben noch so eine Creme fraiche gemacht und so. Und das Fleisch habe ich wirklich noch nie so gut angekriegt. Ich bin recht gut im Fleischbrötle, aber dort ist es
einfach perfekt gewesen. Perfekt. Die Potatoes sind auch perfekt gewesen. Und das ist wirklich nicht schwierig. Es ist nicht schwierig, Fleisch zu machen. Es ist nicht schwierig, Kartoffeln zu machen. Und trotzdem habe ich so eine Freude gehabt. Dann mache ich irgendwie 2 Tage später eigentlich auf den gemischten Salat. Aber halt auch mit all den Zutaten, die ich will. Mit der Soße, wie ich sie gerne habe. Wo ich eigentlich schon seit Jahren mache. Aber dort habe ich auch gefunden, ich mache sie jetzt ein bisschen anders. Und es ist, glaube ich, der beste Salat, den ich jemals gegessen habe. So. Natürlich ist das mega, mega, wie will ich sagen, kurzfristig gedacht. Ich habe sicher schon einen besseren Salat gehabt. Ich habe hundertprozentig schon besseres Fleisch gehabt. Und sicher auch bessere Baked Potatoes. Außer in dem Steakhouse. Und ich fucking Pommes frites gehabt habe, die ich nicht wollte. Ich habe das große Glück, dass ein Mensch in meinem Umfeld sehr, sehr gut kochen. Also gibt es keinen Grund, das Gefühl zu haben, man ist der beste Koch oder so. Muss ich natürlich auch sagen. Aber es gibt eben so ein tolles Gefühl, wenn man von A bis Z, wenn man den ganzen Prozess einfach, das habe ich jetzt gemacht und ich esse es jetzt. Und das hatte ich früher noch, hatte ich das nie gemacht. Nie im Leben hatte ich gedacht, ich koche für mich allein ein Stück Fleisch und Baked Potatoes. Da hätte ich gedacht, nein, ich würde lieber irgendein Fertigding oder etwas bestellen oder wie auch immer. Und es ist so viel geiler. Es ist so viel geiler. Nun habe ich meine Küche, habe ich gedacht, die muss ich schließen. Ich habe gedacht, die kann man nicht mehr betreten für 5 Jahre. Es hat alles so fest gestunken nach dem Fleisch nachher. Aber es ist wirklich sehr, sehr fein gewesen. So, und das bringt mich schon zu meinem zweiten Feelgood, wo recht banal ist, aber es ist effektiv ein Feelgood. Sachen erledigen. Ah! Das Problem ist, es hört nie auf. Und wenn man akzeptiert hat, dass es nie aufhört, dann geht's. Und dann ist es irgendwie auch noch geil. Und das Problem ist, wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt das erledigen und dann, oh, dann ist es vorbei. Dann kriegt man voll Krise, wenn wieder etwas kommt, wo man muss erledigen. Und darum habe ich mittlerweile Freude ab jedem kleinen Ding, das ich erledige. Nicht mehr die grossen Sachen so mega gross machen und hervorheben, sondern alles, was ich mache, tue ich irgendjemandem. Ich habe so eine dumme Liste, wo ich immer so aufschreibe. Genau, mache ich immer so eine noch von Hand. Dann schreibe ich immer so ein Viereckli und nebenan halt eben, was das To-Do ist. Und dann tue ich das abkrützeln, hökeln. Ich mache meistens ein Krützeln. Und was ich jetzt gemerkt habe, eigentlich alles, was ich erledige, alles, selbst wenn es noch nicht auf dieser Liste gesehen ist, schreibe ich dann nachher noch drauf. Das hat, glaube ich, Rina hat das, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber ich mache es zu, bis dort habe ich gemerkt, ich mache es zu global. Ich mache dann irgendwie so, ich schreibe dann einfach so, weiß doch auch nicht, was wollen wir sagen? Wohnung geputzt. Und dann habe ich gemerkt, aber es ist ja noch viel mehr als nur die Wohnung putzen. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, weil ich putze nie meine Wohnung. Ich wohne in Staub. Ich behaupte, meine Wände sind aus Staub. Wenn ich putzen würde, dann hätte ich auf einmal ein Loft, hat gar keine Zimmer mehr. Nein, dann einfach noch ein bisschen detaillierter, dass es dann halt eben auch noch ist, weiß ich nicht, zuerst Staub saugen und dann nass aufnehmen. Das wären dann 2 To-Dos. Weil man könnte, meiner Meinung nach, auch nur etwas von diesen 2 machen. Das heisst, alle Tasks, die in verschiedene kleinere Tasks unterteilt sind, tue ich mittlerweile auch in die kleineren Tasks unterteilen, zum Abhökeln. Weil die 5 Sekunden, die ich länger brauche, um noch 2 Sachen mehr aufzuschreiben, die machen es nicht aus. Und das gibt ein mega gutes Gefühl. Wirklich Sachen erledigen. Konstant Sachen erledigen. Ja, das war das.
Dann habe ich gedacht, wie so oft, tue ich noch. Jetzt muss ich aber zuerst mal meinen Laptop holen. Wo habe ich den? Da. Tue ich natürlich noch ein bisschen Nachrichten von euch beantworten. Da haben wir sicher das eine oder andere, das reingekommen ist. Wahrscheinlich nicht per Mail. Der Mail-Account ist komplett abgestorben, wenn ich ehrlich bin. Kein Schwein schreibt noch E-Mails. Podcast at Joel von Mutzenbecher.ch. Siehst du? Das Jahr, Achtung, sind ihr bereit? Jetzt einfach kein Seich. Das ganze Jahr sind 5 E-Mails. Auf die Adresse gekommen. Und von denen ist bei einem sogar noch gestanden, muss nicht vorgelesen werden. Somit, der E-Mail-Account, ja, vielleicht schließe ich da irgendwann. Aber das heisst ja nicht, dass nicht irgendwie Menschen sich gemeldet haben. Ja? Sondern ja, bei den Kommentaren. Meistens auf YouTube. Dort haben wir ein paar Sachen. Ich da könnte kommentieren, beantworten, wie man es auch immer will. He? Und zwar ist mir etwas aufgefallen. Wo haben wir aufgehört? Letztes Mal, wenn habe ich, ich muss mal schnell schauen, wenn ich das letzte Mal Solo-Folge gemacht habe. Das ist nämlich gesehen. Wo finde ich das jetzt? Pff. Ich gehe auf meine Podcast-App. Ich glaube, am einfachsten. So, das ist absolutes Hörvergnügen, wenn ich euch da biete. Wenn ich einfach so irgendetwas suche. 16. August, yes. Mit dem Charlie aber. Ich weiß nicht, habe ich dort etwas kommentiert? Kommentar kommentiert? Weiß nicht. Egal. So, da hätte jetzt einmal gefragt, Achtung. Auf die Summer Specials mit dem Cenk hat es ein paar Kommentare gegeben, die ich nie beantwortet habe. Und das muss ich da mal ein bisschen kommentieren. Kommentar kommentieren. So nenne ich aber jetzt die Rubrik. Wisst ihr das? Ich finde das nicht schlecht. Also, dort schreibt jemand: Kennt ihr Larry Dean und was hält ihr von ihm? Das reimt sich schon fast ein bisschen. Jetzt bin ich ganz ehrlich, vom Namen her kenne ich Larry Dean schon mal nicht. Larry Dean, Internetpersönlichkeit. Okay. Schottischer Stand-Up-Comedian. Seine Comedy-Routinen haben ihm mehrere Auszeichnungen eingebracht, darunter den Scottish Comedian of the Year. Geil. So, also das Foti. Doch, aber gesehen haben schon. Yes. Yes. Okay. Jetzt schaue ich ganz schnell hin. Das Lustige ist, bei so Leuten, mit der Zeit, ich habe das Gefühl, ich habe das schon live gesehen. Und das könnte tatsächlich sein. Ich bin mega oft schon in Schottland und auch in England in Comedy-Clubs gesehen. Es kann sein, dass vor 10, 15 Jahren da natürlich der, der dort mal auftreten ist, aber ich wüsste es nicht mehr. Bei gewissen weiß ich es natürlich noch, bei ihm weiß ich es nicht. Jetzt schaue ich mal etwas Älteres an. Ja, yeah. Aber ich wüsste jetzt gerade nichts an Material von ihm. Also ich werde auf jeden Fall mal in Ruhe, werde ich das anschauen und werde dann in der nächsten Solo-Folge werde ich dann erzählen, wie ich Larry Dean finde. Ich finde aber eine gute Bühnenpräsenz, wenn ich jetzt so die kurzen Sachen anschaue. Und dann würde ich es auch noch Cenk schicken, weil es ist ja eine Frage an Cenk und mich. Also, liebe Person, die das geschrieben hat, machen wir das doch. So.
Dann haben wir da. Muss dazu sagen, das ist alles die Sommerserie gesehen, oder? Und jetzt ist Oktober. Aber man muss ja irgendwann mal das Zeug einfach kommentieren. Weil da haben wir auch jemanden, der geschrieben hat: Mir gefällt die Sommerserie, danke. Ich weiß nicht, weshalb Sandler so gefeiert wird. Also, das sind alles Kommentare auf die Folge, wo die Cenk und ich erzählen, was wir so lustig finden. Ja, unter anderem Adam Sandler. Seine politische Einstellung und seine Filme, in denen er meistens einfach den typischen Amerikaner spielt, man sieht's nicht nur an seiner Kleidung und dem ganzen Setting, gibt mir zu denken. In der Schweiz sieht man den SVPler oft schon am Gesicht an, dass sie dieser Partei angehören oder noch Extremeres. Es ist einfach so. Tut mir leid, das zu sagen, aber es sind oft diese Hackfirr Punkt, 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 oder sie sehen bezüglich ihrer Einstellung genauso beschränkt aus. Okay. Aber jedem sein Geschmack. Aber ich finde, man muss auch irgendwo auch kritisch bleiben, weil ich denke, dass das wichtig ist für die Kunst. Nur weil irgendein weiterer Komiker rumalbert, muss man nicht unbedingt was darin suchen, was einem gefällt. Aber eben, das ist jedem selber überlassen. Ich bevorzuge auf diesem Level zum Beispiel Ben Stiller, falls man den Vergleich so ziehen kann. Okay, das ist deine Meinung und jetzt sage ich meine Meinung. Ich finde, das ist absolut bescheuert. Weil ich weiß nicht einmal, was seine politische Einstellung ist. Und es ist mir auch scheißegal, aber wirklich, weil ich suche nicht etwas in seinen Filmen, wo mir gefällt, sondern es gefällt mir einfach. Und auch nicht jeder, aber ein paar Filme finde ich fucking lustig. Und dann habe ich nicht Interesse, mir zu überlegen, was ist seine politische Einstellung. Ich weiß sie bis jetzt nicht, ja. Ich kann es jetzt nicht googlen. Und die kommt auch nicht in den Film durch. Und er spielt ja ein typischer Amerikaner, das kann man auch von vielen sagen. Bin ich mir auch nicht sicher, ob es einfach der typische Amerikaner ist oder ob es einfach absolut idiotisch ist. Und ich glaube, mehr muss es auch nicht sein. Und der Vergleich mit dem Ben Stiller, hey, kann man wahrscheinlich auch nicht ganz ziehen. Aber ja, der hat auch dumme Filme gemacht, die sehr, sehr lustig sind. Zoolander ist fucking insane. Ich finde, Zoolander und Zohan haben irgendwie eine ähnliche DNA, zum Beispiel. Die haben übrigens auch schon zusammen. Ja, wie hat der geheißen? Der ist sehr gut gesehen. Gar nicht so lustig, sondern so eine Dramedy wahrscheinlich. Meyerowitz-Stories, irgendwie sowas. Meyerowitz-Stories 2017. Yes. Jetzt spiele ich eben Brüdere. Das ist sehr schön gesehen. Mir hat das sehr gefallen. In dem Fall noch ein kleiner Filmtipp, ja? Wo gerade das alles zusammenbringt. Gutes Cast mit, Achtung, Emma Thompson, Dustin Hoffman, Ben Stiller und Adam Sandler. Und sie spielen alle wirklich sehr, sehr gut. Aber ich finde es sehr, 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 sehr schwierig, dass man bei jemandem, wo, glaube ich, wirklich gerade sehr bewusst nicht politisch will unterhalten, dass man dann bei so einer Person sie wegen der politischen Haltung angreift. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel, ich liebe den Conan O'Brien und der Conan O'Brien hat in der ganzen Zeit vor seinem, eigentlich vor seinem Start an, hat er irgendwie entschieden, ich mache nicht wirklich politisches Zeugs, schon mal grundsätzlich. Und vor allem, wo dann andere auch das anfangen wechseln, wo dann irgendwie, wie heißt er? Jimmy Kimmel auf einmal entschieden hat, er will jetzt auch mega politisch werden in seiner Show, hat Conan einfach immer wieder sein Blödelzeugs gemacht und einfach unterhalten. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr geschätzt worden, nicht nur von mir, weil
es muss ja dann auch nicht überall und immer politisiert werden. Weil das ist ja auch schade, weil aus irgendeinem Grund gibt es auch Comedy, oder? Und jetzt zum Beispiel gerade Adam Sandler, habe ich sein letztes Special geschaut. Ist nicht so gut wie das vorletzte, aber es ist geil, es ist einer von diesen Safety-Brüdern, wo auch, wie heißt es? Uncut Gems haben sie gemacht, wo er ja gespielt hat. Und einer von diesen beiden Brüdern hat Regie gemacht, jetzt auch für das Special. Und es ist recht geil. Es ist irgendwie so, es ist so wie in Adam Sandler seine Version von wie er mit Bekanntheit umgeht. Habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall ist dort der Schluss, ohne dass ich jetzt etwas wegnehme, ist sehr, sehr herzig. Sehr, sehr herzig und sehr, sehr schön. Und unterstreicht eigentlich so ein bisschen das, was ich das Gefühl habe. Nämlich, dass der eben gerade nicht will politisieren, sondern Comedy als reine als Eskapismus und als Verarbeitungsform und all das, was man immer hört, sieht. Also, verstand ich, Achtung, ich sag's es so, ich verstand, dass du sagst, ich weiß nicht, warum er so gefeiert wird und dass dir seine Filme nicht gefallen, zu 200% kann ich das verstehen, ja. Aber dass man denen irgendeinen Grund sucht, so wie du mir sagst, nur weil irgendein weiterer Komiker rumalbert, muss man nicht unbedingt was darin suchen, was einem gefällt, kann ich genauso gut zurückgehen und sagen, du musst ja nicht etwas suchen, worum es dir nicht gefällt. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht. So be it. Das ist ja kein Problem. Humor ist Geschmackssache. Aber wenn du etwas aus einer anderen Welt in die Welt hineinnimmst und das als Grund nimmst, warum dir die Welt nicht gefällt, dann finde ich schwierig. Was haben wir noch? Bitte nicht Warner Brothers und Disney vermischen. Wahrscheinlich haben wir dort unsere Hirne, wenn sie, wie heißt das, Assoziationskette. Warner Brothers sind Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd, Roadrunner, Wile E. Coyote und so weiter und so fort. Disney sind alle anderen. So, was steht da noch? Ich glaube, in der vorletzten Folge war noch Kelloggs das Thema. Yes. Oh, ich liebe. Oh, shit, ich liebe Kelloggs. Jetzt habe ich gerade Lust. Das ist schon noch krass. Wie einfach so, man muss ein Wort sagen, dann hat man gerade Bock. Bezüglich Honey Bzz Pops. Das ist der dümmste Name. Wenn ich Kind war, haben sie, glaube ich, noch Miel-Pops geheißen. Oder nein, look, da steht es jetzt gerade. Mir ist da noch eingefallen, dass die früher Corn-Pops geheißen haben und eine Maus mit einer Art Sombrero und Lasso auf dem Cover hatten. Klammere war vermutlich ethnisch nicht mehr vertretbar. Was, wie so Mus mit einem Sombrero? Ist das nicht das Speedy Gonzales? Speedy Gonzales. Da. Speedy Gonzales. Ist auch eine Warner Brothers Figur übrigens. Okay, jetzt suche ich mal nach den Corn Pops. Corn Pops. Oh yeah. Ich habe das Gefühl, in der USA heißen die immer noch so. Dort heißen sie, glaube ich, einfach Corn Pops. Corn Pops. Okay. Und jetzt suche ich noch Old. Old Box. Tatsächlich. Da habe ich kein Sombrero. Das ist einfach der. Ich glaube, es ist kein. Ist es ein Mousse? Sugar Pops. Vielleicht ist das etwas anderes. Aber da ist ein Bild von ja, irgend so einem Nagetier mit einem. Es sieht mehr aus wie so eine wie so ein Zaubererhut oder so ein Hexenhut. Irgend sowas. Das ist so. Wie heißen die? Ja, so ein Spitzhut halt. Das sind Sugar Pops. Und bitte. Dann heißen sie Sugar Corn Pops und irgendwann haben sie nur noch Corn Pops geheißen. Wow.
Okay. Also, und jetzt heißen sie bei uns, das haben wir, glaube ich, alles schon durchgeschaut, Honey Bzz Pops. Wie heißt es nicht? Doch, Honey Bzz Pops. Oh Gott. Irgendjemand hat es doch so eine Zmorgenlade gegeben, oder wahrscheinlich sogar eben ein Restaurant, wo man irgendwie einfach alle möglichen Cerealien von der ganzen Welt hat man irgendwie auf der Karte, und dann kann man die bestellen. Dann haben gesagt, hallo, ich hätte gerne 100 Gramm Honey Bzz Pops. Okay, später waren die dann ohne Maus und hatten so ausgesehen wie die Mini-Packung, welche noch lange als Corn-Pops drin waren. Die große Packung erhielt dann ein Fan-Design, so typisch 90er bunt, während die kleine Packung immer noch gleich blieb. Deshalb hast du vermutlich gedacht, das seien andere Kelloggs, welche es nur in den Variety gab. Später wurden dann Honey Bzz Pops daraus. Ob die Rezeptur geändert wurde, weiß ich nicht, aber irgendwie haben die in der Erinnerung anders geschmeckt, wenn man an die coole Retro-Packung mit der Maus denkt. Das ist ja noch oft so, gell? Das ist ja wie, wo Kinder hat doch irgendwann ihres Kind gewechselt. Das ist wirklich so. Irgendwie, es ist mega lang, ist so ein Bub gesehen. Und der Bub ist dann, glaube ich, schon 70 gesehen, und dann haben sie gefunden, okay, wir brauchen jetzt einen neuen Bub. Und die Leute haben dann behauptet, es schmeckt anders. Hundertprozentig hat es nicht anders geschmeckt. Aber weil ihnen das neue Bild nicht gefallen hat und einfach weil sich wieder etwas geändert hat, was die Leute ja eh immer schwierig finden, haben sie dann gefunden, das schmeckt irgendwie auch shit. Ich weiß noch, dass sie mal Mehl-Pops geheißen haben. Aber vielleicht ist das auch absolute Fabrizierung von mir. Doch, da. Mehl-Pops. Mehl-Pops Loops. Ah, das sind aber die Runde. Da, Mehl-Pops. Doch, früher haben die tatsächlich Mehl-Pops geheißen. Ja, ist aber auch ein dummer Name. Darum machen wir es doch lieber noch dümmer und nennen sie Honey-Bzz-Pops. Honey-Bzz-Pops. Und Honey-Pops haben sie auch mal geheißen. Irgendwann. Und zwar in Holland. Gebuffter Mais mit Honig. Honey Pops. Kellogg's Honey Pops. Jetzt bestellen. gut. Gehen wir weiter mit, was haben wir noch? Für Kommentar. Da haben wir noch. Achtung. Das ist einfach so. Netter Kommentar, netter Kommentar. Was haben wir noch? Da habe ich noch etwas gesehen. Ja, wirklich erst gerade. Noch ein Kommentar zu den Swiss Comedy Awards. Und zwar die erste Preisverleihung gesehen, wo ich in der Sparte Best Solo bei jeder Nomination habe können sagen, das habe ich gesehen, das ist sehr ein gutes Solo gesehen. Noch nie habe ich das sonst noch immer so gefühlt, und ich habe es jedem mega mögen gönnen. Und ich habe meine große Leidenschaft in der Kleinkunst als Zuschauerin gefunden, wo ich hoffentlich noch eine lange Zeit kein Teil davon sein kann und ich Bühnenkünstler kann supporten. Was mega, mega herzig ist. Und vor allem, was ich auch will sagen, ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Ja? Ich habe bei jeder Nomination können sagen, finde ich auch. Hoffentlich gewinnt jemand von denen. Nämlich, jemand wird es ja eh. Und darum, es hat mich auch sehr gefreut, dass der Elsie gewonnen hat. Ich hätte mich genauso gut gefreut, wenn jemand anders von denen gewonnen hat. Aber es war eine tolle Awardshow gewesen, sehr positive, was auch nicht immer so gesehen ist, muss ich sagen. Aber das haben wir ja schon besprochen. Habe ich einfach nur noch schnell wollen drin haben. Und dann gehen wir noch schnell auf Spotify, und danach haben wir es dann, glaube ich, auch langsam. He? Was haben wir da? Nur noch. Ui, danke für die Beantwortung von der philosophischen Frage. Kannst du das bitte auch gerade den Cenk fragen? Shit.
Shit, das hätte ich natürlich dort müssen machen. Somit, wenn das nächste Mal der Cenk gekommen ist, wird ihn fragen. Ich muss zuerst nachschauen, was ist die philosophische Frage. Ich habe das Gefühl, ich kann mich noch knapp erinnern. Irgendetwas mit macht das Werk der Künstler oder umgekehrt, irgendwie so. Aber ich werde noch nachschauen. Also, dann nur noch ganz kurz. Wir sind schon bei über einer halben Stunde. Falls die bis dahin gelost haben, sind die wirklich wahnsinnig. Kann man positiv und negativ sehen. Ich möchte nur noch schnell zwei, drei Sachen erwähnen. Der Matteo hat seinen ersten Solo-Termin veröffentlicht. 9 Stück sind es, glaube ich. Kaufe Tickets, ja. Wirklich an jedem Ecke von der Schweiz ist irgendwann nächsten Frühling. Könnt das schauen. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Ich weiß nur, was er die letzten 5 Jahre gemacht hat. Und das ist sehr, sehr geil. Also, gerade auf so einen Kommentar wie Bühnenkünstler unterstützen, könnt ihr schauen. War richtig, richtig geil. Und wir können dran auch schauen. Falls ihr Zero noch nicht gesehen habt, mein sechstes Solo-Programm, das ich momentan immer noch spiele, spiele ich jetzt noch, ich weiß nicht, 11 Mal, 12 Mal, irgend sowas. Wir haben nämlich nochmal 2 Daten dazu gekriegt. Die werden in den nächsten Tagen werden die auch für den Ticketverkauf da oben sein. Aber kommunizieren kann man sie schon. Und zwar, nebst den Klassikern, die jetzt da oben sind, wie Winterthur, Arosa zum ersten Mal Solo, Basel, so Sachen, haben wir es noch reingekriegt, dass ich auf Zermatt gehe, wo ich mich sehr freue. Fondue und Comedy Show wird das. Eins von den besten Fondue, die es gibt, im Cervo. Und nachher mein Solo. Finde ich eine sehr gute Kombination. Würde ich genauso wählen. Und Bäckeriet im Ermitage, ganz schöne Location. Das sind nochmal ein paar Termine dazu. Sonst, jetzt dann gerade nächste Woche Duggen und Engelburg. Danach, wie gesagt, Winterthur. Dann bin ich noch im Rheintal, in Altstetten, dann Arosa, Basel, Neuhausen am Rheinfall, Bischofshausen und Dernière in Liestal. So, das somit auch noch der kleine Werbeblock zum Schluss. Wenn ihr vorbeikommt, kauft Tickets. Und jetzt wünsche ich allen ganz eine gute Zeit und nächste Woche dann wieder mit Gast. Und zwar, große Überraschung, mit Matteo. Bis dann. Peace. Thank you.